beide Seiten taktisch richtig gut vorbereitet. Hoffen wir also, dass die Mannschaft das umsetzt, was die Trainer vorgeben. Der Ball rollt. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Richtig, dass der Schiedsrichter hier eingreift. Klares Foul. Also das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Der Ball fliegt in Richtung Zentrum. Weiß. Ein Distanzschuss. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Ja, da geht er mit großem Engagement rein. Er kämpft sich den Ball. Schade, dass er den Ball nicht rein macht. Da ist das Ding. Oh mein Haar, wäre das richtig teuer geworden. Sowas nenne ich geistesgegenwärtig. Großartige Balleroberung und großartiger Abschluss. Das alles in Sekundenbruchteilen. Fast alles richtig gemacht. Er schlägt ihn rein. Unfaire Attacke, Freistoß. Und er versucht's. Der Pass wohl temperiert. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit, zumindest in dieser Szene, nicht. Und die Flanke. Muss den Ball nach vorne bringen. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Und er geht vorbei. Da habe ich mich ja fast schon weggedreht, weil ich gedacht habe, der Ball liegt schon im Netz. Und irgendwie hat er ihn dann doch verdattelt. 75 Minuten. Da ist er dran. Sehr stark vom Abwehrspieler. Flanke nach innen. Er versucht es direkt. Da geht der Ball weit nach vorne. Weiß. Das kann interessant werden. Wir gehen also in die Verlängerung. Jetzt geht dieses Spiel endgültig an die Substanz.